Willkommen zurück zu GoPro Dev Pro und nötiger Deck Pros. Niemand mit einem Erzunterwäldler Deck. Ja, Thronerbin Set und Go. Und dann halt hier noch Gebrüll. Oder? Hätte ich jetzt gesagt. Mhm. Der Haken ist, ich habe Karten auf der Hand, die ich lieber im Friedhof hätte. Oh, komm schon! Okay. Danke. Oh, die habe ich gebraucht. Das ist nice. Toll. Ich gebe zu, der Zug lief jetzt nicht ganz so ab, wie ich erwartet habe, aber ist mir gerade recht. Ich hätte jetzt gern den ansteckenden Ausrottungsvirus, um Fallen zu callen. Ja, das wäre was. Das geht auch. Das ist auch sehr solide und außerdem kriegen wir damit was in Friedhof. Ja, und zwar die hier. Aber wir schießen das jetzt noch nicht sofort. Wir warten jetzt noch, bis Dinge passieren. Wir holen erstmal den hier jetzt. Willst du nicht den Kommandanten holen? Wofür? Um unsere Thronerben zu schießen, um was zu suchen. Ich glaube, den musst du jetzt normen, indem du die... Oder gilt der Effekt der Drohne immer noch, wenn sie... Ah ne, Kampfkarteneffekt, der schon auf den Friedhof gelegt wird. Das meine ich nämlich. Wenn du die jetzt nämlich wegopferst, dann kommt nämlich nichts. Deswegen würde ich lieber jetzt den Kommandanten beschwören. Den will ich aber nicht dafür benutzen. Ja, aber dann kannst du das Palabyrinth suchen. Das kann ich aber nicht... Kann man den Palabyrinth Sachen machen. Die kriege ich aber nicht vernünftig raus ohne den hier vorher. Das ist so und so doof. So, du specialst ihn jetzt und danach kannst du doch immer noch normeln. Ja, aber ich hätte ihn gerne für was anderes benutzt, nämlich für die Kombi mit dem hier. Ja. Oder so, dann ist es eh egal. Aber das ist der Strike draußen. Ja. Aber jetzt kann ich immer noch normeln. Dann opfere ich jetzt, weil du überlebst den nächsten Zug sowieso nicht. Die Frage ist, verzichte ich auf die Search oder hole ich mir den Board Advantage, indem ich den Riesen hole? Schwierig. Ich glaube, ich hole wirklich den Riesen. Dann machen wir den, ja. Ich warte noch einen Zug, Okay. Einen Zug warte ich noch. Ich werde aber jetzt nicht die Twin Twist in der Endphase setten. Nee, mache ich auch nicht. Er kriegt ja eh keinen Schaden. Ich weiß, das war bloß so ein Cross-I-Can-Angriff. Und wenn er jetzt auf eine Mirror Force... Ach, Mann! Bis gleich. So, weiter geht's. Der Name von unserem Gegner übrigens auch. Hier hat ein K geschrieben. Wow, ist das Blatt scheiße! Wir haben viel Grieving. Okay, wir können eine Kombi machen, die vielleicht funktioniert, aber das war's auch schon. Richtig. Das muss jetzt halt hinhauen. Alter, wow, ist das Blatt scheiße. Oha. Wenn wir jetzt Christian in die Fresse kriegen, haben wir ein Problem. Ja. Nee, Fluffel. Das ist nicht Christian. Vor allem ist das ultra praktisch, und wenn er jetzt dann die Wing-Kombo abzieht, was er jetzt ganz bestimmt nicht machen möchte oder so, nein. Ja, die Wing-Wender-Kombi können wir so ein bisschen fick dich. Genau, da können wir so ein bisschen in die Suppe lol. Lol. Wach halt. Lol. Also wenn das ein normales Fluffeldeck ist, hat er gerade seine gesamte Backrow gezogen. Es ist ja ganz offensichtlich nichts, wenn er die Valhalla nicht gespielt. Aber wow. Oh, das kann man machen. Also mache ich noch nicht, aber es ist ganz ordentlich. Am Anfang könnte man setten. Ja. Ich glaube, hier würde ich es jetzt setten. Ja. Weil...
Oh, er hat keinen Twin Twister. Ich hatte jetzt damit gerechnet, wenn er kommt. Das ist jetzt ein Hund-Beatdown oder was? Das klappt halt sogar. Solange wir nichts nachziehen, klappt das. Also der Platz ist aber gerade wirklich abartig scheiße, muss man mal sagen. Aber lustige Sache, wir haben gar nicht mal so viele Karten entdeckt, die uns jetzt hier raushelfen. Doch, haben wir schon. Doch, haben wir schon. Karten, die man einfach normeln kann, zum Beispiel, wären jetzt eine Sache. Mhm. Mach mal's. Eigentlich schon, würde ich sagen. Ja. So, die und die. Kurz. Oh lol, Volltreffer. Waren zwei Back. Das ist gut. Ja, das kann man machen. Das waren die anderen eine Warning. Jawohl. Ja, jetzt ist schon mal die Warning weg. Das. Jetzt kommt eine Bribe. Das wäre ein magischer Abfluss. Alter, dann würde ich jetzt schreien. Oh, wenn jetzt ein magischer Abfluss käme. Dann das wäre GG okay, aber wow. Ja. Ah, nice! Jetzt können wir Sachen machen. Ja, jetzt können wir Sachen machen. Norbert haben wir einen Angriff. Ja, Button, das kann ja nicht kommen. Gut, Rippling Mirror Force wäre jetzt auch ungünstig. Nee, Kasch kann ja gar nicht kommen, das muss ja ein direkter Angriff sein. Ich wollte gerade sagen, warte mal. Quaking könnte kommen. Oder ein Zwangsever. Das funktioniert ebenfalls, aber das juckt immer noch nicht wirklich. Nee, die nächste. Also doch, das juckt an dem Punkt, an dem wir jetzt verlieren. Also wenn er uns jetzt diese Runde killt, gut, dann ist das halt schade, aber sonst. Okay. Ja, Monster im Friedhof, mehr will ich doch gar nicht. Ja, darauf machen wir jetzt natürlich noch nichts. Nee. Wir warten jetzt, bis er den Wing abschmeißt. Und dann kommt das große Fick dich. Mhm. Ja, such dir. Du hast jetzt die Wahl zwischen wahrscheinlich drei verschiedenen Toy-Bändern. Jetzt nimm einfach einen. Danke. Dann schmeißt die Drohnen-Erbin weg und scharf. Ja, gut, damit sucht er sich jetzt dann den Flügel. Ja, dann schmeißt die Drohnen-Erbin weg und holt mir mit der Drohnen-Erbin den Kommandanten. Und dann ist Party. Ja. Okay. Okay. Oh. Hm? Ja, wir müssen jetzt definitiv zwischen die Wing-Wender-Kombo fahren, weil ansonsten ist es sehr wahrscheinlich, dass der jetzt seine Fusion nachzieht. Ja. Das Timing misst die Thronerbe dann nicht, ne? Das könnte sein, aber ich glaube, wir können auch warten. Wir können jetzt noch warten, glaube ich. Können wir das? Müsste, ja. Oder? Ja, doch, weil der Wing erstmal wählt. Der sagt doch, verbanne es und falls du dies tust, ne? Genau, weil er wählt erstmal, dann können wir als Reaktion darauf ihn verbannen. Okay. Und, ne? Ne, ins Deck zurückmischen kann man. Oh, Alter! Er zieht halt den nächsten Hund von oben nach. Nicht schlecht, Kollege. Wah. Er wählt halt und tschüss. Weg mit dem Hund, Bär. So, die Thronerbin. Ja. Oder haben wir noch irgendwas anderes? Ne, die Thronerbin. And it's gone. Muhahaha. So, und okay. Dich will ich. Ja. Okay, jetzt müssen wir noch einen Zug überleben. Und dann sind wir good to go. Ja. Vermutlich. So, welcher Effekt sagt nochmal, dass wir nicht angreifen dürfen? Kein relevanter, weil wir den Zug sowieso nicht überleben. Bin gerade ganz leicht genervt. Warte mal, aber es könnte auch sein, dass er auf Safe spielt. Ja gut, dann überleben wir. Die beiden Escapes sind zwar ein bisschen schade, dass die jetzt weg sind, aber vertretbar. Jetzt auch nicht das, es ist nicht das Ende der Welt, ja. Ja gut. Also welcher Effekt war das nochmal, der sagt, dass wir nicht angreifen dürfen? Einzelne. Der hier sagt, er kann nicht angreifen. Okay.
Okay. Der sagt, das Viech, das er holt, kann nicht angreifen. Also Ergo darf an gar nichts angreifen. Oder der hat doch gesagt... Ja, genau. Muss runter scrollen. Nee, nee, das ist ein anderer Effekt, der war nicht interessant. Nevermind. Das war solide. Das war solide. Aber komm, nach dem Kackblatt! Jetzt können wir auf jeden Fall Dinge tun. Ja. Die Frage ist nur, können wir auch irgendwie dafür sorgen, dass wir den Zug überleben? Ja, können wir, weil die Kaiserin nämlich verdammt solide liegt. Was will der haben? Der hat einen Hund und einen, eine Eule auf der Hand. Ja. Wahrscheinlich einfach gerade A gedrückt oder sowas. Wollte die Karte durchlesen oder sowas. Ist ja durchaus eine vertretbare Taktik. Ja. Petten? Checkt wir über den Riesen wieder. So, was Riesen? Kaiserin. Kaiserin. So, ist nicht verkacken. Ich wähle ein Monster, verbann dann ein anderes. Ja. So, ergo, ich hole den Kaiser. Also ich wähle die Kaiserin und verbanne dann den Kommandanten, hole den Kaiser, schieß mit ihm seine Valhalla und greife dann mit dem Kaiser an, weil der kann ja angreifen. Ja. Will das Ziel des Effekts? Verbannen. Du kommst. Effekt. Warte kurz, kann der angreifen, wenn er den Effekt benutzt? Ja, ja, kann er. Okay, Effekt. Ich verbanne die Thronerbin. Ja. Tschüss Valhalla. Angriff. Peng. Achso, weil es ein Unterwäldler ist. Nein, den Effekt aktiviere ich nicht. Nein, tatsächlich nicht. Das darf ruhig sterben. Ja. Okay. Ja. Ja. Normal haben wir ja keine mehr, also... Wir könnten good to go sein. Ja, vielleicht, wenn er jetzt nicht noch eine Frightfur-Fusion nachzieht. Nee, Quatsch, er hat den Schienenkobold ja verbannt, Ja, also er muss Kobold, er muss jetzt irgendwie an einen Kobold rankommen, sonst passiert hier nichts. Oder ein Raigeki. Nee, weil er kann nur entweder den Kobold oder die Fusion suchen. Also er muss einen der beiden Combo-Pieces, Kobold oder Fusion, muss er jetzt nachgezogen haben. Okay, der sucht dann den nächsten Toy-Vendor. Wenn er jetzt einen Wing nachgezogen hat, ist es halt hart unfortunate. Und ist halt, dass ich die Kaiserin nur dazwischen schmeißen kann, wenn genau ein Unterwälder zerstört wird. Aber normalerweise kriegt er jetzt in dem Zug keine Fusion hin. Außer er top-dick mit der Wing-Wender-Kombi ist halt Kobold und Fusionskarte. Das ist schon mal der Wing, okay. Den hat er natürlich top-decken müssen. Ja, aber ich meine, komm. Er hatte jetzt sehr viele Karten, die er top-decken konnte. Kettenkobold? Ah, wir haben verloren. Nicht ganz. Für das Crush, ich muss ja Scherenkobold kommen. Und den hat er verbannt, wenn du es vergessen haben solltest. Er sucht sich ja jetzt den nächsten. Ja, sucht er sich den nächsten, jetzt hat er's. Ja? Ja? Jetzt mach. Jetzt schieß endlich deinen scheiß Vollwender da. Wobei, Moment mal, noch hat das nicht. Nee, genau, weil die Fright for Fusion sagt da. Feld oder Friedhof. Kann ich jetzt mal. Er hat einen Schaf. Oh. Ja, er hat den Kobold nachgezogen. Ja, aber. Das muss trotzdem noch nicht Game sein. Wenn ich mal in den Friedhof gucken dürfte. Hä? Alter! Nein, darfst du nicht und jetzt lass es. Nein, darfst du nicht. Einfach nein. Ja, dachte ich mir. Er hat keine weiteren Fright First. Er kann nur zwei Materialien benutzen.
Das wird der Tiger. Ja. In ein Deathhold. Ja, weil was soll der Tiger auch machen? Der hat zu wenig Attack. Er kann jetzt aber wieder durch Kraft- oder Karteneffekte zerstört werden. Das ist sehr solide. Mäßig. Doch, wir callen jetzt einfach Zauberkarten. Fick dich. Ja, wir können jetzt ihm erstmal seine Verdeckung in die Ohren schießen. Ja. Übrigens kann der sehr wohl zerstört werden, der hat nur 2 Materialien gehabt. Er hatte 3. Ach stimmt, das Schaf auch noch. Ja. So, ich knall, glaube ich, die Kaiserin, weil ich habe eine 2. Ja. Nächster Tollwender. Gut, das wollten wir eigentlich eh nicht aktivieren. Und so ist der MRT raus, der jetzt nicht hier raufkommen kann. Mhm. Ja. Muss halt warten, bis wir ein Out auf den ziehen. Ja, jetzt darf er mal und wir aktivieren in seiner Draw Phase das Ding und callen mal Zauberkarten. Haben wir überhaupt ein Out gegen das Viech im Deck? Weiß ich nicht. Halt! Was machst du denn? Das war schon richtig. Okay. Aber wenn du meinst. Das war doof. Das war dumm. Wir hätten warten müssen, bis er was sucht. Was hat der denn jetzt alles? Ja, bitte sehr. Flügel, Eule, Hund, Ketten, Kobold. Also er kann nochmal Toywender Kobo abziehen. Mhm. Macht er auch. Also in dem Fall wurscht, ob ich die Kaiserin oder den Kaiser wegschmeiße, denn die Sache ist die. Die Kaiserin kann zwar den Effekt vom Tiger blocken, wenn der kommen sollte, aber er kann über den Säbelzahntiger einfach genug Attack aufbauen, um über allen einfach drüber zu rennen, bis ich out of steam bin und dann ist das Viech so und so RIP. Völlig wurscht, welchen von beiden ich dann überlebt haben lasse. Und es bestand halt die geringe Chance, dass wenn er nichts macht, der Kaiser überlebt und der halt immer noch seinen Crush-Effekt hat. Deswegen habe ich die Kaiserin geopfert. Ja, aber jetzt sind wir eh tot, weil er sich jetzt über den Sumpfkobold die Poli sucht. Sumpfkobold? Das ist immer noch ein König und kein Kobold. König des Sumpfes, Entschuldigung. Ich weiß nicht, was los ist heute. Ja, hat er gewonnen. Schade. So, da sind wir wieder. Wir haben 2-mal den Kaiser, 2-mal die Kaiserin, 3-mal den Kommandanten, 2-mal den Riesen, 2-mal die Kavallerie. 2-mal Infernal Gainer, 2-mal Trauserz Unterweltler, 3-mal die Thronerbin, ein Raigeki, 2-mal in Zahlungnahme, ein Begräbnis, 2-mal Twin Twister, ein Begräbnis, 3-mal Palabyrinth, ein Ausrottungsvirus, 2-mal Gebrüll, 2-mal Kummer, 2-mal Flucht aus der finsteren Dimension, 2-mal dunkler Nebel, 2-mal feierlicher Schlag und eine Warnung. Extra Deck haben wir einen Hope Harbringer, einen Felgrand, einen Lancelot, ein Utopia Beyond, ein Beatrice, ein Ouroboros, ein Dark Rebellion, ein Ark, eine Giant Hand, ein Castle, ein Emerald, ein Cowboy und ein Rhapsody. Erstmal, nur weil das Ding Erzunterweltler im Namen hat, ist es keine Erzunterweltler-Karte. Aber ich glaube mal, das ist auch nur ein Troll, dass die Karte hier drin ist. Ja, die Crash-Karte ist großartig, die würde ich sogar spielen. Mhm. Oder zumindest Zeiten. Das größte Problem am Deck-Thema ist nicht an diesem Deck hier, diese Umsetzung davon. Wir haben hier eine super geile Karte, die ein Zug da ist, dann rippt und durch das Rippen hat man erstmal nichts. Wir haben die Kaiserin, mit der man es theoretisch verhindern kann, die muss aber auch erstmal kommen. Wir haben den Riesen, der ziemlich nett ist, aber der muss erstmal kommen. Und die einzige wirklich stabile Kombi, irgendwas zu holen, ist halt Kavallerie-Kommandant. Wird das Maskott nicht angreifen. Ja, also das Problem ist einfach, dass das Deck von 1900 Hakenkreuz ist, gefühlt. Und halt Setup-Play braucht, dass du brauchst so viel Zeit mit dem Deck und die hast du halt einfach nicht. Also gehen wir mal kurz davon aus, du hast ein sehr gutes Blatt. Die können ein sehr gutes Blatt aussehen. Das sehr gute Blatt hat
die Thronerbin und eine Karte, um sie abzulegen, oder das Fool. Oder alternativ dazu das Foolish. Geht beides. So. Dann ein von den beiden Combo-Pieces, das andere sucht man sich über die Thronerbin. Dann noch das Paar-Labyrinth und dann noch eine Möglichkeit, einen von den Oschis hier in den Friedhof zu kriegen. Und dann können Dinge passieren. Und das passiert nicht. Und das ist ein gutes Blatt. Okay, gerade eben, das Blatt war abartig scheiße. Aber es gibt auch diverse weitere, nicht besonders gute Blätter. Auch wenn ich glaube, dass wenn er den Löwen nicht geschossen hätte, gut, dann hätte er uns umgebracht, wenn er einfach Wolf gemacht hätte, aber dann hätten wir wenigstens mit der Flucht was wiederholen können. Später dann. Aber, ja, das deckt okay, das, immer, das war jetzt auch ein Fortschritt, dass der zum Teil wirklich ziemlich präzise gezogen hat, was er gebraucht hat. Aber das Deck ist nicht... Das Deck ist halt einfach nicht schlecht. Das Deck ist halt einfach schlecht. Also das Thema. Ja, also jetzt nicht die Umsetzung hier. Die Umsetzung ist sicher sehr viel richtig gemacht, aber aus dem Thema lässt sich halt nicht arg viel rausholen. Ich mag, was eigentlich schade ist, weil ich mag das Thema sehr, aber wenn da, nicht bald ein richtig guter Support kommt, dann passiert da nichts. Ja, also. Und ich meine Support im Sinne von diese Karten hier spielbar machen, nicht Support im Sinne von neue Karten, die genau gleich heißen. Monarch. Ja. Halt irgendeine Engine, mit der du solide loopen kannst, die großen weglegst, die Karten auf dem Feld crusht oder irgend sowas. Halt irgendwas. Oder ein Monster, das sagt, wenn die Karte im Friedhof liegt, während auf deinem Feld was zerstört wird. Sowas in der Richtung. Dass du halt Kombos machen kannst, die länger sind als nur, ich mache ein viel zu langes Setup-Play, um dann mit einer Mehr-Card-Kombination, die nicht besonders toll ist, das mache, was andere Decks dreimal so gut können. Von wegen, ich mache aus einem 2000er Beatstick einen 3000er Beatstick, ohne dabei irgendwie Plus zu machen. Ja, großartig. Gut, ich kann auch eine Karte crushen, als targetender Crush. Immerhin eine Karte und nicht ein Monster. Immerhin. Das ist eine Upside. Und gegen Single-Target-Crush ist die Kaiserin ganz nett. Die Problem ist, wie viel Single-Target-Crush gibt es? Kampf. Das ist genau der einzige Removal, den du nicht haben möchtest. Single-Target und Crush. Ja. Vereint. Ich meine, gut, es gibt nicht targetende Crush, die sind aber selten. Es gibt targetende Hard Removal, gegen die macht die nix. Es gibt AOE Crush, gegen die macht die nix, sofern sie nicht alleine auf dem Feld liegt. Es gibt mehrere Target Crushs, gegen die macht sie auch nichts, solange sie nicht alleine auf dem Feld liegt. Und es gibt nicht targetende Hard Removal, gegen den macht sie auch nichts. Und es gibt Kampfzerstörung, gegen das geht sie, wenn nach der Combo die nicht sowieso mit 3400 Attack auf dem Feld liegen würde. Wo dann die Kampfzerstörung eh schon eher in unwahrscheinliche Gefilde rückt. Also, ja, das Deck hat diverse Probleme. Problem Nummer 1 ist es schlecht. Problem Nummer 2 ist es schlecht. Also ist ja alles Themakritik, nicht Deckbauerkritik. Um Himmels Willen, ne? Nicht falsch verstehen. Aber das Thema ist einfach echt hart nicht gut. Was schade ist, weil ich mag es wirklich. Ich auch, aber es ist echt hart nicht gut. Ja. Und ja, deswegen, auch wenn es noch so gut gebaut ist, mehr als 8 Punkte kann man hier nicht geben. Nein. Weil es ist halt kein gutes Thema. Ja, leider. Sorry. Gut, wenn ihr unsere Decks schicken wollt, dann guckt in die Videobeschreibung. Ansonsten, wenn euch gefallen hat, vergesst nicht zu bewerten. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao. Let's go.